Oh, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Oh, in der letzten Folge haben wir den Hexen, ich will immer Hexenkiste sagen, in der Hexeninsel hier das erste Gebiet, der Kelch 1, obere Ebene, abgeschlossen und haben Agni besiegt, was eine Lachnummer von einem Boss war. Ich habe mal nachgeguckt im letzten Part, wie viel AP ich vorher und später hatte und ja, Soraya hatte 4320 HP. Zawait irgendwann mit 4600. Also ja, ich habe so ungefähr 300 KP dazu bekommen mit jedem Charakter. Also nicht mit jedem Charakter, glaube ich. Edna bekommt, glaube ich, nicht so viel HP bei solchen Dingern. Aber ja, das hatte schon in sich, was ich da an HP-Boost bekommen habe. KP-Boost meine ich. Also ja, ich hätte vielleicht ein bisschen eher hinkommen sollen. Wenn die anderen Bosse auch so einfach sind, dann ja, gute Nacht für euch. Muss ich nur noch gucken, wo jetzt die richtige Reihenfolge ist. Da ist zum Beispiel die drei Fragezeichen. Der Kelch, 2. Oder vielleicht stand da auch 11, keine Ahnung. Das wäre übel. Der Kelch, 11. Ach. Also wenn nochmal so ein chilliger Boss kommt, dann können die ruhig kommen. Ich hoffe, da mal nicht so Levelsprünge wie zum Beispiel in Tales of Graces F. Hat bloß mehr Erfahrungspunkte als, nee, als in Tales of Graces F, weil im, boah, wie ist das nochmal, Zonenkäfig? So, komm mal her. Techniker. Warte mal, ich kenne ich. Vier, geh weg. Was? Da kam ein Satz, so wie in, wir haben noch nie gegen so ein Viech gekämpft, aber haben wir doch. Was? Soll ich dir um ein Autogramm bitten oder was? Okay, die Level 140. Die haben aber immer noch nicht gute Erfahrungspunkte, oder? Naja, was soll ich zu Tales of Graces F sagen? Im Zonenkäfig, da muss man ja auch verschiedene Stufen machen. Ich hab das Pferd funktioniert genauso. Boah. Okay, der, wenn ihr irgendwie, weiß nicht, ich direkt Schleim im Hals habt oder so. Und, weiß nicht. So, als würde man die ganze Zeit schlucken. Ich kann nicht richtig sprechen, deswegen. Nein. Ja, was soll's. Jetzt wird die Schatztruhe angezeigt, ehrlich. So, Dude, du hast doch noch vergessen. Ah ja, in Tales of Graces F im Zungenkäfig, da weiß ich nicht. Waren die Levelunterschiede ein bisschen. Da hat man, glaube ich, 10 Bosse oder so, oder 9. Wer von denen war irgendwie so 10 Level höher oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber da hat man einen Unterschied gemerkt. Starres Haar. Du bist doch bestimmt von Dingens, ne? Ah ja. So. Erdangriffskraft plus 10%. Das ist aber schon mal gut, dass die solche Effekte haben, aber. Was der Schaden reduziert, das ist schon mal wieder doof. Ich guck mal, was passiert, wenn ich irgendwann so ein Doppeltes habe. Wenn ich zwei davon habe. Also zweimal so ein Haarband oder so. Dich kenne ich noch nicht. Dann kann ich nämlich gucken. Oder was bringt sie zu verbinden oder so. Leider wird nie irgendwie Monster erklären können. Da schafft man ja noch was in dem Part.
Letztens hatte ich noch Angst irgendwie, dass ich nichts schaffe, weil die Gegner zu stark sind. Da kam so ein schwacher Boss. Vor allem für den Fall, dass hier zum Beispiel jetzt ein Boss kommt, den ich nicht schaffe. Dann könnte ich, bin ich jetzt da hingegangen. Boah. Keine Ahnung, ich geh einfach weiter. Für den Fall, dass hier jetzt irgendwie ein Boss kommt, den ich nicht schaffe. Da habe ich ja noch 5 andere Sachen. 5 andere Kelche, die ich abgrasen kann. Vielleicht kommt ja ein schwierigerer Boss, den ich aber irgendwie leichter besiegen kann aus irgendeinem Grund. Also ja, ich habe noch Optionen. Steht irgendwas auf dem Rücken? Test, okay. Da steht bei mir gar nichts. Boah. Die Evangelium gelesen. Geguckt. Ja, gelesen oder geguckt. Soll auch einer der besten Animes aller Zeiten sein. Soll irgendwas auf sich haben? Herald Maske. Ach, ich kenne dich doch, glaube ich, aus Grace F. Du bist nicht aus Grace F, ich glaube aus Destiny oder so, ne? Da bist du diese... nein. Ah, genau die. Okay. Also Pascal, glaube ich, ein Kostüm von... Du. Fetzvieh, ich geh da weg. Danke. Macht die sich voll breit mit ihren Schlangenfüßen. Da unten wartet unser nächster Boss, ne? So, Agni. Was kommt dann? Ventus, Aqua, Terra. Aber die sind doch in Kingdom Hearts. Was machen die denn hier? Ist gut, dadurch nicht um euch kümmerst. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe schon wieder vergessen, Gegenstände zu kaufen. Also Heilgegenstände. Wäre auch noch aufgefallen, hab ich auch vergessen. Super. Ja, machen wir erstmal 2 Bosse, wir werden ja wohl 2 schaffen, ne? Oder da ist mal. Was zum? Nee, ne? Wie geil ist das denn? Das ist Sophie aus Tales of Graces F. Boah. Wie geil. Warte, da muss ich... Ich passe auf Kleiden. Ja, und ich nehme mal... Warte. Über Auge sehen, ich habe jetzt hier... Nein. Ja. So, schön schwarz. Guck mal, Sophie, die haben wir die ganze Zeit am zur rechten Schulter gehabt. Ja, schon. Ja, tschüss, Evangelium-Klamotten. Egal. Kommen ja auch viele Cameo-Charaktere vor. Wäre richtig geil. Ey, ich freue mich gerade so sehr, ne? Hallo, na? Ich hab dich auf meiner Schulter. Sehr schön. Naja. Steht hier einfach so rum, ne? Ich habe das Gefühl, dass sie uns Seraphim nicht wirklich sehen kann, aber sie scheint unsere Anwesenheit durch gut trainierte Kampfinstinkte zu spüren. Sie scheint vor allem ihre Nutzerin von Kriegsart zu sein, aber einige ihrer Bewegungen sehen seraphischer Art sehr ähnlich. Wir alle müssen zusammenarbeiten, wenn wir das hier schaffen wollen. Keine Erklärung oder so? Warum nicht? Du hast keine Schwäche, doch keine. Keine Ahnung, wie sind wir hingekommen?
Ja, Fäuste gegen Fäuste. Oh, was? Ich weiß gar nicht mehr, wie ihre japanische Stimme klingt. Bevor ich Brace öfter gespielt habe, kann ich schon ganz japanischen Stimmen und so. Ich hab die gar nicht mehr im Kopf. Also bei, ihr macht uns fertig. So klar. Könnt ihr mal aufhören, so auf den Füßen zu bekommen von der? Ja, dann bestimmt mit Miesgard, ne? Boah, Leute, ehrlich. Geschafftstab, ehrlich. Ich bin halt grad so geil. Oh, boah, warum? Ja, das ist natürlich wieder. Weil die macht uns fertig, ja. Und alles Heiler. Muss ich wieder warten, bis Dingens hier am Leben ist. Warum hat die nur 50.000 AP? Verfolgt mich mal ruhig ein bisschen. Ich muss wieder am Leben sein. Jetzt alles die Attacken von ihren anderen Dingens rein. Wie sie lernen konnte. Und ich konnte mehr KP. Oh. Wo ich zugeben muss, über Pascal hätte ich mich noch eher gefreut. Wegen Lieblingscharakter aus Graces F. Also Sophie ist eine sehr knappe Nummer 2. So, wenn alles Heiler klappt, okay, ne? So, alle am Leben, gut. Tut mir leid, jetzt geht's auch ein krasses Spiel. Tut mir leid. Wo ich noch Pascal kam, glaub ich, mit Hubert. In, im Remake von Ted Hart, glaub ich, boah. Wie ich das. Nein. Oh, unbedingt Heilgegenstände. Oh nein. Geil. Ist sogar ihre Mystikart gewesen. Ach man, jetzt muss ich nochmal warten, bis. So viel kannst du uns kaputt hauen. Ah, gibt's da nicht. Hör auf, die kaputt zu hauen. Wird alle leben. Weil man die ganze Zeit hier kein Problem gab, ne? Und dann, als wieder jemand am Leben war, ne, dann gab es wieder Probleme. Ich weiß, ich bin sehr pingelig, was sowas angeht, aber wird jeder Erfahrungspunkte bekommen. So, jetzt nicht verrecken im letzten Moment. Ich würde mich voll aufregen. Sehr gut. Wir haben keine Kugel bekommen, ehrlich? Oh Mann. Tenzo-kun?
君は私はソフィーラント。しょ、sagen。なんで襲ってきたかも聞いていい？訳あるんでしょ？強力な見えない力が時空を歪めている。力の源を立たないと元の世界に帰れないって。それはポニマーのおじさんがそう言ったの。 Oh Mist, was? Nein. Von Nist bedeutet Tales of the Abyss. Zöpfe erhalten, okay. Dort jeder, ja, dort. Aber jetzt nicht die Zöpfe von Sophie oder so bekommen, ne? Was? Was? Hab ich die auch bekommen jetzt? Okay. Sehr geil. Okay, mein Onkel Phonist, mein Onkel hat mir das erzählt, er ist ein Phonist. Er ist jetzt nicht. Phonist sind Leute, die phonische Arts benutzen. Phonic Arts. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch nennt, weil ich kenne das Spiel nur in Englisch. Gibt's auch, glaube ich, nur in Englisch. Und. かわいいから。かわいいからね。女子に夢見る年頃なんだね。問題ないよ。君たちが夢を覚ましてくれるからね。ああ。Du mich verfolgst da. Das war nicht richtig. Phonische Arts. Bedeutet Tales of the Abyss. Und phonische Arts sind sozusagen Magie. Also ja. Ist sozusagen der Begriff für Magie, so wie hier, Dingens. Na. Gibt's hier nochmal. Seraphische Arts oder sowas. Und ich kenne nur eine, und Phonisten sind dann so Magier, so ähnlich. Und ich kenne nur einen Charakter aus Tales of the Abyss, der so in die Kategorie fällt, und ich halte jetzt meine Klappe. Nee. Wenn dieser Charakter hier vorkommt, ne? Dann ist es zu Ende mit mir. So, ich würde jetzt den Part aber mal gerne beenden, weil wenn jedes Mal hier ein Dingens kommt, ein Bosskampf, dann ja, ich dachte lieber alles immer in so einen Part reinpacken. Gute Idee, gut, okay. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!